Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wir befinden uns zeitlich gesehen am Mittwochabend. Der neue Boss ist schon da und schon länger da und überhaupt ist er da. Ja, aber bevor wir uns zum Boss, zum Dark Ripper bewegen, gehen wir erstmal zu einem Dark Royal. Wie nennt sich's? The Dark Royals und sehen, dass wir wieder mal ein Event haben. Wundervollerweise, es gibt drei Schlüssel und ein Cape und wenn man Viva 2 abschließt, gibt es die Royal Battle Gear in Plus und weitere fünf Schlüssel. Im Normalfall ist es ja so, dass die Rüstung an sich nicht allzu viel hergibt. Aber die acht Schlüssel sind natürlich total cool, insofern, dass man natürlich hoffen könnte, da, ja, wie soll ich sagen, ja, ich habe nur ein bisschen Wortfindungsstörungen gemacht, aber nichts, da natürlich dann eine Dragonforged zu bekommen. Ich bin halt auch ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade hier auf der anderen Seite mal wieder nach der Royal Battle Gear suche. Aber so weit unten, wie ich jetzt schon nachgucken muss, ist die wahrscheinlich selbst im Plus. Royal Battle Gear im Plus. Oh, die ist gar nicht so schlecht im Plus. Wenn es die tatsächlich im Plus gibt, dann jetzt habe ich hier irgendwas aufgemacht und wie kriege ich das wieder zu? So, jetzt. Die Royal Battle Gear im Plus ist eine Mystic-Feuerrüstung. Also, das wäre sie auch in Nicht-Plus, Entschuldigung, für den. Ja, und hat auf jeden Fall 2398 auf Angriff und 2147 auf Verteidigung, was ja in der Quersumme 4545 ergibt, was ich wiederum sehr, sehr cool finde. Okay, gut, das Outfit von der Rüstung gefällt mir jetzt persönlich nicht so 100%. Aber die Werte sind okay und was soll man sich darüber aufregen? Also, es lohnt sich auf jeden Fall, die Plus-Version davon zu versuchen zu erreichen. Gehen nochmal hier zu den News. Das haben wir auch. Genau. Wir müssen halt praktisch von den vier Bossen die Boss Armor Plus kriegen und dann passt das hier. Und mal gerade gucken, es geht bis zum 13. August. Also da haben wir jetzt nochmal einen knappen Monat, bis wir das dann fertig haben müssen. Ja, ich denke doch, das ist schon mal ziemlich cool. Und da hat Kree tatsächlich mal was rausgehauen. Ja, der Heroic Mode, da möchte ich gar nicht erwähnen, wie wenig weit ich bin. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt weiterhin halt so Schoßhündchen praktisch sind von der Dark Family oder. Weil hier ist, glaube ich, dann die Schwester, Vater, Mutter. Von Dark Prince. Gucken wir mal. Also das scheint auf jeden Fall nur das Schoßhündchen zu sein. Wir lassen uns mal überraschen, wer da so alles kommt. Die letzte Rüstung ist dann wohl die, die auch hier gezeigt wird. Ich könnte mir vorstellen, das hier ist seine Mutti oder so, ja. Das wäre mal interessant, die ganze Dark Family kennenzulernen. So, der Dark Reaper, den wollen wir jetzt natürlich auch mal ein bisschen hauen. Und gehen trotzdem in den Heroic Mode. Warum? Weil ich einfach halt die Erfahrungspunkte abfarmen möchte. Wenn jetzt noch mein Internet schneller wäre, könnte ich auch weiterklicken. Aber gut, das ist halt so, wenn man arm, alt und krank und schwach ist, dann geht selbst das Internet nicht so schnell, wie man das gerne möchte. Ja, ich werde auch versuchen, jetzt wieder hier bei den extra Gegnern praktisch die Items zu bekommen, um dann die 50 zusammen zu bekommen, um dann eine neue Rüstung dann anzustreben. Und um mal alle Leute ein bisschen zu schocken, die immer meinen, du schaffst immer die 60. Also ich habe jetzt letztes Mal habe ich tatsächlich nur den Epic Boss bis einmal die Rüstung craften gemacht. Nicht zweimal oder gar dreimal mit den 60. Also so viel zum Thema, du schaffst es ja immer, weil ich einfach ja keine Zeit, keine Lust, keine was auch immer hatte. Und ja, was gab's noch? Ich werde in letzter Zeit wieder häufiger gefragt, wie lange ich spiele. Also circa 2 Jahre.
Und ja, nur für den aufmerksamen Zuschauer. Ich schreibe das natürlich auch gerne zu den Kommentaren mit dazu unter meinen Videos, aber eigentlich finde ich, kann man das ja auch mal sagen. Ja? Ich bin ja schreibfaul. So, also ich habe es bis jetzt 10-mal geschafft. Bis 15 müssen wir kommen. Lustigerweise finde ich Luft, bin ich relativ gut ausgerüstet. Auf dem Handy habe ich ja da sogar eine Mono Dragon Forged. Und hier jetzt auch mit der Taktika Regalia oder wie auch immer sie heißt, kommt das auch schon mal ganz gut rüber. Und ich habe heute auf dem Handy eine Clockwork, also die Mono Feuer, gefused. Die ist zwar jetzt nicht übermäßig gut, aber man kann sie schon, und für eine Mono ist auch nicht schlecht. Und da ich auf dem Handy im Augenblick noch feuertechnisch ein bisschen schlecht ausgerüstet war, wobei ich da zumindest zwei Wasserfeuer hatte, habe ich mir gedacht, ich behalte die mal und level die mal los. So, ja, ist eine Angewohnheit, immer zu den Milestones reinzugehen, weil dadurch, dass ich zwei verschiedene Charaktere habe, habe ich das Problem, dass ich dann halt auch nicht immer so genau weiß, wo stehe ich jetzt eigentlich, wie viele Leute muss ich mitbringen, mitnehmen, bin ich gerade auf dem Levelwechsel, so dass ich praktisch anstatt meine Leute vielleicht Freunde mitnehmen, die einfach länger leben und trotzdem das gleiche an Energie kosten und so weiter. Und deswegen gucke ich da eigentlich immer noch mal vorher rein. Das ist ziemlich Banane. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr an einer Stelle immer rechts abbiegt, biegt ihr da auch rechts ab, obwohl ihr nach links müsst. Das ist einfach nur mal, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, auch YouTuber sind nur Tiere. So, na, das geht ja gut. Da haben wir jetzt schon alle Energie verbraten mit nur einmal Heroic Mode. Das ist ja schön. Also, ich weiß nicht, ich finde, der sieht sowieso allgemein irgendwie süß aus, der Boss. Also so mit dem Halskettchen, von wegen so kleiner Wauwau. Naja, bin ich mal gespannt, weil wenn das hier nämlich nur der kleine Hausdrache ist von den Royals, wie es dann ist, wenn dann wirklich die Mutter dann anfängt, oder wenn das andere der Vater oder die Geschwister vom Dark Prince waren. Wobei der Dark Prince ja gegen den gegen die normalen Bosse da ja eigentlich relativ luschig ist. Muss man ja leider zugeben. Na, klappt das? Nee, klappt natürlich nicht. Das war so klar. Also eigentlich war es nicht klar. Ich habe gehofft, dass es klappt. Aber gut, naja, wenigstens gibt es einen Kristall. Es müsste eigentlich heute Abend auch, die Kristalle müssten dann aufgeklärt werden, also. Egal. So, das haben wir jetzt da. Wir haben eine Fusions-Francie. Finde ich eigentlich insofern ganz lustig, weil 80 Gems gibt man immer wieder mal aus und dann kriegt man wenigstens dafür ein bisschen was. Wenn da immer die 1500 Gems sind, weiß ich jetzt nicht. Schön wäre gewesen, wenn sowas vielleicht mal während einem War ist. Dann hätte man das, gut, ich habe auch wieder neue Freunde, die nehme ich dann gleich an. Ich habe gerade überlegt, ich könnte mit euch mal gucken, ob ich vielleicht mal 80 Gems ausgebe oder 75. Nee, dann sind es 95, ob ich hier mal drei Kisten öffne. Einfach weil ich auch den Fancy Dingens haben will und ich möchte natürlich auch nach Möglichkeit hier so eine Asgard Avian, die habe ich auf dem Handy. Die nicht. Die auch nicht. Okay, wir probieren es einfach mal. Erste. Falls ich jetzt eine Dragonforge bekomme, höre ich gleich auf. Nein, ist nur eine Legendary. Kaleidoscope Raymond. Super, kann man nicht mehr fusionieren. Ey, wir haben mehr als 15 ausgegeben und kriegen einen Fusionsboost. So. Primal Dings, was auch immer im Hintergrund. Und. Ja, Steam-Powered Exoskeleton. Yippie, wir haben 40 ausgegeben und kriegen 6 Wicked Ways. Naja. 75 müssten wir jetzt sein. Und ne, super rar. Ob ich vielleicht einfach warte, bis hier hinten wieder größere. Die sieht auch nett aus, aber hat jetzt nicht so die Werte. Und
Wäre toll, wenn man das bekommt, was im Hintergrund ist. Ich muss mal versuchen, das irgendwie zu cheaten. Nein, Scherz. Hört bloß auf mit Cheats und sonst was. Es gibt da so viele Leute, die ich auch mal in dem Spiel kannte, die da rumprobiert und gemacht und getan haben. Und die sich dann im Nachhinein aufgeregt haben, weil halt ihr Account weg war. Dazu sage ich nur selber schuld, ne? Das, ja, muss man halt für sich wissen, ob man da was versucht oder nicht. Gut, ich denke, das war's. Hätte auch funktionieren können. Wir haben jetzt hier alles abgeahnt. Ich weiß gar nicht, ob das oft in Englisch wirklich earned heißt, also geearnt. Okay, ja, ich denke, dann sind wir schon durch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hätte euch natürlich gerne eine Dragonforged präsentiert. Wenn es endlich mal wieder einen Holiday Pack gäbe, würde ich dann auch mal wieder ein paar Gems besorgen. Und ah, das ist ja interessant. Vorhin, wo ich auf meinem Handy geguckt habe, gab es hier noch ein Angebot für eine Rüstung. Aber auch meiner Meinung nach überteuert. Aber ganz ehrlich, hier jetzt Gems zu kaufen für 79 Euro, 500 Gems, da bin ich voll dagegen. Da kriegt man beim Holiday Pack genauso viele für weniger oder zumindest für ähnlich. Gab's da nicht genau? Ah, das hier ist der beste. Also 159 Euro und dann kriegt ihr 1800 Gems. Boah, ey. Da muss ich sagen, da bin ich echt ziemlich unbegeistert. So, also unbegeistert insofern, dass allein, dass sowas angeboten wird, das bedeutet ja auch, dass es sich Leute kaufen. Und prinzipiell, wenn es ja keine Angebote gibt, ist das vielleicht sogar noch ein gutes Angebot. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn es keine Sonderangebote gibt. Aber ja, wie gesagt, wenn sie sowas anbieten, dann scheint es auch Leute zu geben, die das tatsächlich kaufen. Und ja, sehr schade. Gut, aber jetzt ist wirklich endgültig Schluss, weil ich aufhören muss, um noch ein bisschen zu reimen am Schluss. Also tschüss, bis dann, euer Eid.